So, bevor es jetzt zum eigentlichen Video übergeht, werde ich euch erstmal eure Fragen beantworten. Und dann starten wir mal direkt mit der ersten. Also, geflochtene oder monophile, da spielen einige Faktoren mit. Ist es krautig? Ist es, sind viele Seerosen da? Fischt man auf lange Distanz, auf kurze Distanz? Ja, also ich persönlich fische auf kurze Distanz lieber monophile. Auf lange Distanz geflochtene. Wenn es krautig ist, auch sehr, sehr gerne geflochtene, weil einfach die geflochtene die Chance hat, sich da einfach ein bisschen durchzuschneiden, wo die Monophile dann irgendwann nachlassen würde. Meinung zu Catch and Release. Catch and Release ist natürlich ein ganz heikles Thema. Ich persönlich habe nichts dagegen. Es macht meiner Meinung nach eh keinen Sinn, jeden Fisch, den man fängt, abzuschlagen. Und gerade die großen Fische, wenn man die fängt, die Karpfen zum Beispiel, das schmeckt ja gar nicht mehr. Oder ein Wels, wenn ich einen Wels mit über 1,50 m fange oder sowas, was will ich mit dem? Der schmeckt überhaupt nicht mehr. Und dann landet der meistens in der Tonne. Im See oder Weiher, je nachdem, wo man angelt, oder Fluss, Bach, egal was, da würden einige große Fische noch einiges an Laich bringen. Huch. Und ja, da macht es dann meiner Meinung nach schon mehr Sinn, den Fisch wieder rennen zu lassen, beziehungsweise schwimmen zu lassen, wie den Fisch mitzunehmen. Drittens, wie fängt man Rapfen, die am Rauben sind? Ich persönlich war noch nie in Deutschland beim Rapfenangeln. Allerdings gibt es da, was das Rauben angeht, so einen kleinen Trick. Und zwar achtet man einfach, in welche Richtung die Fische springen. Die Fische, die springen gewöhnlich weg von dem Räuber. Sprich, wenn die Fische nach rechts springen, dann wird der Räuber links sein und auch nach rechts schwimmen. Den Fischen hinterher natürlich. Und da ist es dann vom Vorteil, wenn man eben in die Richtung auch wirft, wo die Fische hinflüchten. Wie gesagt, Rapfenangeln war ich bis jetzt noch nie in Deutschland. Die gibt es bei uns hier im Bodensee gar nicht. Beziehungsweise am Bodensee gibt es die überhaupt nicht. Wobei die Möglichkeit wäre da, dass es die vielleicht gibt, aber ich weiß jetzt mal nichts davon, dass es hier welche geben würde. In Italien am Po, da habe ich mit dem Jigspinner sehr, sehr gut Rapfen gefangen. Da war eigentlich wirklich jeder Wurf ein Fisch. Also probier's mal mit dem Jigspinner und schmeiß einfach mal in die Richtung, wo die Fische auch hinspringen. Dann, welchen Köder mag ich am liebsten? Da habe ich jetzt ein bisschen was vorbereitet. Ich zeige euch jetzt erstmal vier Spinner zweimal nacheinander. Und zwar sind das die DRM-FZ. Ja. Die DRM-FZ. Die fische ich sehr, sehr gerne. Die Natural 3D. Das waren die zwei Decors, die ich sehr, sehr gerne fische. Dann gibt es hier noch die zwei. Die fische ich auch sehr, sehr gerne auf Hecht. Habe ich schon sehr, sehr viele Hechte damit gefangen. Beim Schleppen, wobei die Köder, die kann ich auch zum Werfen benutzen am Weiher. Habe ich auch letztens gemacht, wie in meinem letzten Video zu sehen ist. Das sind einmal die Salmonid, die Strike Pro Salmonid Minnows. Ja. Die fische ich sehr, sehr gerne. Habe ich auch schon Hecht gefangen damit. Ja, beziehungsweise in diesem Video ist es, glaube ich, sogar, wo ich mit dem hier fisch. Da habe ich mit dem hier geangelt. Im vorherigen Video, da habe ich auf genau den hier eben den Hecht gefangen. Den kleinen. Dann. Ausschließlich zum Schleppen benutze ich die Dinger hier gerne.
die Fox Rage Replikant, einmal in Tiger Trout und einmal Rainbow Trout, in 14 cm, 60 Gramm. Den habe ich auch noch in kleiner da. In 10 cm, 20 Gramm, den werfe ich auch ganz gerne mal. Laufen echt gut, die Dinger. Ja. Dann habe ich noch den Gummifisch hier. Der ist auch schon ziemlich am Ende. Ja, der will er gar nicht fokussieren. Ja, also der ist auf jeden Fall schon echt am Ende so langsam. Naja, sieht man gar nicht richtig. Ist ja auch egal. Dann habe ich noch diese zwei Blinker hier. Die Profi-Blinker. Die fische ich persönlich auch sehr, sehr gerne. Habe ich auch schon einiges an Hecht damit gefangen, gerade an krautigen Stellen oder so, wenn ich den dann einfach übers Kraut gezogen habe, wo das Kraut einfach nicht bis zur Oberfläche hochgeht. Da habe ich dann meistens Erfolg mit denen hier. Oder eben, wie ich in einem Video gezeigt habe, wo ich mich selber noch nicht gezeigt habe, da habe ich Köderfische überm Kraut gezupft. Das Video müsst ihr euch auch unbedingt anschauen. Sehr interessante Fischerei, einen Köderfisch überm Kraut zu zupfen. Man sieht richtig, wie der Hecht da hochkommt. Ja, sehr interessant das Ganze. So, kommen wir zur nächsten Frage. Wie lange angel ich schon? Ja, ich angel jetzt seit meinem dritten Lebensjahr, bin jetzt 16 Jahre alt, also schon seit 13 Jahren jetzt. Ja, viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wie bist du auf YouTube gekommen? Auf YouTube bin ich gekommen durch Langeweile in den Corona-Zeiten. Dann habe ich einfach angefangen, mal beim Angeln ein bisschen Videos zu drehen, ein bisschen zusammengeschnitten und einfach hochgeladen. Jetzt mittlerweile macht mir das alles sehr, sehr viel Spaß, weshalb ich mich jetzt auch anfange zu zeigen, also angefangen habe zu zeigen. Einfach weil ich sehr viel Spaß daran empfinde, Videos zu machen. Wann kommen Videos vom Bodensee? Der Bodensee hier hinter mir. Ein sehr schönes, großes Gewässer. Viel Hecht, Zander, Wels, Seeforelle, Seesaibling, alles drin, Karpfen, Döbel, Schleie. Videos vom Bodensee, wo ich angel, werden erst nächstes Jahr kommen, da ich für dieses Jahr einfach die Seekarte nicht habe und mir die jetzt auch nicht für die letzten paar Monate noch beantragen werde. Da ist mir einfach, ja, es lohnt sich einfach nicht mehr. Jetzt für die letzten 2 Monate noch eine Seekarte holen. Nee. Dann, auf was angelst du dann am See? Das ist jahreszeitabhängig. Im Frühjahr werden Videos zum Angeln auf Döbel kommen. Vielleicht auch mal ein Video zum Angeln auf Karpfen am Bodensee. Angeln auf Karpfen habe ich jetzt allerdings hier am Bodensee noch nie gemacht. Ich habe hier noch nie auf Karpfen geangelt. Hecht angeln werde ich das ganze Jahr über. Seeforelle werde ich hauptsächlich im Winter fischen, wo es einfach noch recht kalt ist, die Seeforellen noch schön oben stehen an der Oberfläche. Dafür wische ich dann vielleicht auch die ein oder andere vom Ufer. Mal schauen. Dann Personal Best. Was sind meine PBs? Mein größter Barsch, den ich bisher gefangen habe, der lag bei 42 cm. Den habe ich nicht im Bodensee gefangen, sondern in Frankreich an einem Baggersee. Ist noch ein bisschen Luft nach oben, nicht arg zu viel, aber ein bisschen geht da noch was. Hecht 98 cm hier im Bodensee beim Schleppangeln ist auch noch einiges an Luft nach oben und Karpfen habe ich nicht gemessen, nur gewogen. Der hatte 13 Kilo. Bei uns am Vereinsgewässer.
Zander liegt bei 64 cm. Habe ich auch bei uns am Vereinsgewässer gefangen. Dann. Kurz überlegen, Döbel liegt bei 32 cm. Hier am Bodensee gefangen. Dann. Ja, Schleie um die 30 cm. Da weiß ich das jetzt nicht so genau. Habe ich es jetzt nicht im Kopf. Aber hatte auf jeden Fall um die 30 cm. Regenbogenforelle habe ich eine mit 52 cm gefangen. Ja, Seeforelle bisher noch gar nicht. Da will ich es jetzt nächstes Jahr drauf anlegen, sobald die Schonzeit zu Ende ist, im Januar noch. Und ja, das war's dann mit der Fragenrunde und dann geht's weiter zum Video. Hallo liebe Angelfreunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal LLC Fishing. In diesem Video werde ich wieder Spinnfischen gehen, so wie eigentlich in letzter Zeit immer. Ein bisschen auf Hecht probieren, vielleicht auch mit dem Gummifisch noch ein bisschen auf Zander und dann mal schauen, was der Tag so bringt. So, ich habe es jetzt erstmal mit dem Strike Pro Salmonid Minnow probiert. So sieht er aus. In 15 cm hat er, glaube ich. Und jetzt werde ich aber probieren, mit dem Stickbait noch ein bisschen, vielleicht ein paar Oberflächenbisse drauf zu bekommen. Nach weiteren erfolglosen Würfen auf diesem Steg werde ich jetzt einen Platzwechsel machen und werde schauen, dass ich noch irgendwas an den Haken bekomme. So, ein Fisch ist es jetzt noch nicht geworden, aber eine alte Montage von mir, die habe ich mal im Baum verloren. Ich frage mich gerade, was die im Wasser macht. Ein Stückchen abgetrieben scheint sie zu sein. Naja, dann hoffen wir mal, dass ich noch einen Fisch fange. So, da jetzt an diesem Platz auch weiterhin nichts ging, ich habe auch den alten gefangenen Gummifisch von mir mal dran gehangen. Den habe ich jetzt auch noch dran, weil ich sehe die Fische einfach nicht rauben.
Die Köderfische sind recht oberflächenaktiv, aber die taucht nirgends. Sprich, ich vermute mal, dass die einfach weiter unten stehen und deswegen probiere ich es jetzt erstmal mit dem Gummifisch weiter. Und dann melde ich mich wieder bei euch, sobald was geht. So, ich wechsle jetzt wieder den Platz. Wollen tun sie heute nicht so richtig. Man sieht sie auch nirgends rauben oder sonst was. Sprich, es wird heute sehr schwierig. Mal schauen, ob noch was geht. Und sobald irgendwas Neues gibt, werde ich mich wieder bei euch melden. So, nachdem ich jetzt hier weiterhin nichts gefangen habe, erfolglos geblieben bin, habe ich mich jetzt dazu entschieden, mal auf die andere Seite darüber zu laufen, hier auf die Stege, auf die zwei da, und werde es mal dort probieren und dann mal schauen. Ich bin jetzt auf der anderen Seite angekommen und werde jetzt gleich mal die ersten Würfe machen und dann mal schauen, ob was geht. So, liebe Angelfreunde, ich bin jetzt schon einmal um den kompletten Weiher gelaufen. Es ging allerdings nichts. Also einmal habe ich was rauben sehen, aber mehr war dann auch nicht. Sprich, man sieht die Fische gar nicht rauben, kaum Oberflächenaktivität, nur die Karpfen, die sind mal wieder aktiv, so wie immer eigentlich hier bei uns. Und ja, ich werde es jetzt mal weiter probieren und dann mal schauen. So, liebe Angelfreunde, das war's jetzt mit dem Video. Leider konnte ich heute nichts an den Haken bekommen, egal was ich probiert habe. Ob mit Spinnern, mit Blinkern, Gummifisch, Wobbler, langsam ziehen, Jiggen. Ich habe wirklich alles probiert. Naja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal und ich wünsche allen, die am Wasser sind, Petri Heil und viel Erfolg. Ciao!